So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tyranny. Wir unterhalten uns seit Ewigkeiten jetzt schon mit App. Aber, was heißt jetzt Ewigkeiten? Letzte Folge haben wir mit angefangen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass Beric noch was zu sagen hat, aber nö. Jetzt, was kannst du mir über die verschiedenen Nationen der Stufen erzählen? Bevor Kairos kam, bestanden die Stufen aus den jüngeren Königreichen, der Bastardstufe und den freien Städten. In ungefähr dieser Reihenfolge der Bedeutung. Wir alle können unsere Wurzeln zu den fünf Ehefrauen zurückverfolgen. Obwohl ein Stück Ahnenküstenlinie manchmal alles ist, was wir gemeinsam haben. Erzähl mir etwas über die jüngeren Königreiche. Hafen, Azur, Apex und das unbeugsame Land waren über die letzten 4 Jahrhunderte die vier tonangebenden Kräfte der Stufen. Zwar haben es auch noch ein paar andere Dynastien versucht, aber schließlich wurden sie alle besiegt oder von den vier jetzigen absorbiert. Ich weiß nicht genau, wann die Bezeichnung jüngere Königreiche in Mode kam, aber es war schon immer eine Bezeichnung des demütigen Gegensatzes. Schau dir nur die Altmauern an. Jemand war vor uns da und hat sie gebaut. Ich weiß eigentlich nichts über sie, aber es ist schon einleuchtend, dass es ältere Königreiche gegeben haben muss, die all dies gebaut haben. Bevor Kairos kam, bestanden die Stufen aus den. Ach nee, jetzt sagt sie schon wieder das Gleiche. Was mit der Bastardstufe? Das ist der nördlichste Ort der Stufen und der Flaschenhals zum Lordreich. Er ist jahrhundertelang ein Handelsknotenpunkt gewesen und eine lange Blutlinie von Händlerfamilien und Privatarmeen haben das Reich weitgehend anarchisch gehalten. Obwohl viele von uns darüber Witze rissen, dass die Bastardstadt von tollwütigen Hunden geplündert wurde, war Tunons Eroberung der Stadt ein schrecklicher Schlag für die Moral des Stufenvolks. An diesem Tag wurde uns klar, dass Kairos mehr als nur ein Schauermärchen zum Verängstigen von Kindern war. Bevor Kairos kam, bestanden die. Ach ne, ist schon wieder das Gleiche. Was kannst du mir über die freien Städte erzählen? Bis auf ihre Unabhängigkeit von den jüngeren Königreichen gab es an den freien Städten kaum etwas Freies. Sie befinden sich nicht in physischer Nachbarschaft, sondern eher durch ihren Hass auf die anderen Reiche politisch verbündet. Die meisten der freien Städte wurden von Kairos Truppen mit Leichtigkeit besiegt. So wie man es mir gesagt hat, musste Nerat ihre Söldner nur von Agenten anwerben lassen und ihnen befehlen, bei der Ankunft der Armeen des Oberherrn einfach woanders zu sein. Bevor Kairos. Ach, schon wieder. Lass uns das Thema wechseln. Nochmal. Ask away. Was kannst du mir über die Archonten in den Stufen erzählen? Not entirely sure. Which is to say, there was a time I studied my enemy in great detail. But I've recently come to learn that much of my information was little more than lies and misdirection. Was ist mit Nerats Stimmen? Der Archont der Geheimnisse macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Wenn er nicht so ein schreckliches Scheusal wäre, würde ich seine meisterhaften magischen Künste fast bewundern. Man sagt, dass er alle bereits vergessenen Sigille kennt, aber ich habe auch gehört, dass er wegen all dieses gestohlenen Wissens mit verschiedenen Stimmen spricht. In Wirklichkeit aber wird mir jetzt klar, dass ein Großteil meines Wissens nur Lügen. Ah, ne, das gleiche mal wieder. Ach nee. Lügen und Irreführung sind, obwohl natürlich ein schlechter Archont der Geheimnisse wäre, wenn ich mich auf konkrete Informationen stützen könnte. Graven Ash? Vor der Eroberung hielt ich Graven Ash für einen harmlosen alten Mann, für einen Archonten auf dem Papier, der seine Blütezeit schon hinter sich hatte. Mehr hätte ich mich gar nicht irren können. Viele haben den Großgeneral wegen seines Alters unterschätzt. Wenige von ihnen haben den Fehler zweimal gemacht. Ash ist ein bemerkenswerter General. Er hat seine winzige Geschmähtentruppe auf einen fast unaufhaltbaren Amoklauf durch die Stufen angeführt. Außerdem scheint er seine Kriege nicht durch offensichtliche Zurschaustellung mystischer Kräfte zu gewinnen, sondern mit altmodischer Führung und guten Soldaten. Ungefähr ein Jahr später erfuhr ich in einem Gespräch unter blauer Flagge von einem Kommandanten, dass der Archont den Namen jedes einzelnen Soldaten unter seinem Befehl kennt, von Lebenden wie Gefallenen. So wie die Geschmähten von Ash sprechen, bekommt man fast den Eindruck, als hätte er jeden einzelnen von ihnen persönlich von der Wiege an aufgezogen. Weißt du etwas über Cairn? Genug. Sie zieht scharf die Luft ein und verschränkt stirnrunzelnd die Arme. Warum die Feindseligkeit? Der Archont des Steins zerstörte viel, das mir lieb und teuer war. Ich bin froh, dass er tot ist. Muss ich noch mehr dazu sagen? Was weißt du über Cirin? In den historischen Aufzeichnungen stehen bestimmt noch jüngere Archonten, aber Cirin ist gewiss ein ungewöhnlich mächtiges Kind. Man sagt, die Hälfte des scharlachroten Chors wäre mit Hilfe von Cirins Überzeugungslied rekrutiert worden. Und ich habe keinen Zweifel daran. Ich weiß außerdem, dass Nerats Stimme ihre Macht etwas gedeckelt hat.
Wahrscheinlich fürchtete er, dass sie zur Favoritin des Gesindels machen, dass sie zu ver werden würde schon, dass sie zur Favoritin des Gesindels werden würde. Themawechsel. Ask away. Was weißt du über die arkane Gesellschaft? I know a great deal of the mages of the Tears, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guild sworn to Kairos as archons, but I try to make an effort to know my opposition. Erzähl mir von den Erdhexen. Die Erdhexen sind Jünger von Kern, dem Archonten des Steins, und sie verfügen wie ihr Meister über die Fähigkeit, die Erde beben zu lassen. Und auch hinsichtlich seines spröden, grüblerischen Temperaments stehen sie ihm in nichts nach. Von meinem Standpunkt aus dienen die Erdhexen den Geschmähten, aber dass Kern in Ungnade gefallen ist, hat ihr Verhältnis schwer belastet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschmähten befürchten, Kern könnte mit ihnen etwas Subversives oder Verräterisches geteilt haben. Erzählen wir von den Blutkantoren. Die Blutkantoren sind die Magier von Nerats Stimmen. Sie beziehen ihre Magie aus Techniken, die von Siren Sigil und aus der Schule der Wilden Wut gestohlen wurden. Genauer gesagt, die von Tausendglut, dem Archonten des Feuers, gelehrten Feuermagie. Man kann sie kaum eine ordentliche Schule oder Gilde nennen. Die meisten von ihnen können kaum lesen, und ich würde darauf wetten, dass die meisten auch nie etwas gelernt haben, sondern ihr Wissen nur von Nerat in ihre Köpfe gedrückt bekamen. Oh, jetzt bin ich aus Versehen an mein Mikro gekommen. Sie haben die ganze brutale Clownerie des Chors, verfügen aber über Magie, die ihre Blutrünstigkeit anstecken. Sie haben die ganze brutale Clownerie des Chors, verfügen aber über die Magie, ihre Blutrünstigkeit ansteckend zu machen. Ihr einziger Pluspunkt ist wohl, dass die Weisen im Vergleich zu ihnen gar nicht so schlecht wirken. Die Eisengebundenen, bitte. Die Eisengebundenen wirken eine ungewöhnliche Art von Magie. Sie spezialisieren sich auf langsame, akribische Rituale, die keine grellen Energiestöße und fliegenden Eissplitter wie meine eigene Macht hervorrufen. Ihre Zauber machen sie dagegen immun gegen die Feuer der Esse und eins mit den Werkzeugen ihrer Gilde. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen von der Gilde fasziniert bin. Ich mag die Macht und Brutalität meiner eigenen Magie zwar viel mehr, aber wenn wir in ruhigeren, vernünftigeren Zeiten lebten, wäre es wohl eine sehr zufriedenstellende Aufgabe, Magie zum Meistern des eigenen Handwerks einzusetzen. Erzähl mir von der Schule von Tinte und Feder. Nach den Gezeitenwirkern sind die Weisen der Schule von Tinte und Feder die zweitälteste arkane Institution in den Stufen. Wir haben eine lange Geschichte und es gibt jede Menge böses Blut. Sofern ich das objektiv sehe, behaupten die Weisen, Gelehrte zu sein, die sich für das Sammeln, Archivieren und Bewahren von Wissen von allen und für alle Menschen interessieren. Sie sind ziemlich scharf darauf, Wissen zu sammeln, haben dabei aber keinesfalls im Sinn, es mit ihrem Stufenvolk zu teilen. Viele unserer Geheimnisse wurden im Laufe der Jahrhunderte von den Spionen der Weisen gestohlen. Und wir sind nicht die einzigen Opfer. Die Weisen kennen auch die Geheimnisse vieler anderer Gilden. Mehrere Generationen des Diebstahls haben sie vielseitig und gefährlich gemacht. Deine eigene Gilde, die Schule der Gezeiten? Unsere Schutzherrin, Okkulte Jade, die Archontin der Gezeiten, ist so alt wie die Siedler der fünf Ehefrauen. Wir herrschen schon seit 5 Jahrhunderten über die Küsten und Flüsse. Heutzutage hat die Schule nur noch ein Mitglied, das hier vor dir steht. Sie klopft sich verträumt grinsend gegen die Brust. Warum hat die Archontin nicht im Krieg gekämpft? Ungefähr ein Jahr bevor die Truppen in der Bastardstufe eintrafen, erklärte Okkulte Jade das Zeitalter der Stufen für beendet. Dann verkündete sie, lieber nach Südwesten in einen unbekannten, unendlichen Ozean aufzubrechen, als sich Kairos zu stellen. Die meisten meiner Gildenkollegen gingen mit und setzten ihr Leben lieber auf hoher See als in der Schlacht aufs Spiel. Einige wenige von uns, die unseren friedvollen Brüder und Schwestern Militante nannten, entschieden sich zum Bleiben und Kämpfen. Und soweit ich weiß, bin ich die letzte von ihnen. Was ist mit den anderen magischen Schulen und Gilden der Stufen? Im Verlauf der Jahrhunderte sind mehrere aufgetaucht und wieder verschwunden. Die Gilde der Messer ging mit ihren Heilkräften vor Jahrhunderten in den Norden. Die Schule des blühenden Winters hinkte als inkonsequente Gärtentruppe immer hinterher. Die meisten anderen Schulen in Stufen fanden ein frühes Ende. Entweder von misstrauischen Nachbarn erschlagen oder von den anderen drei großen Schulen zerrüttet und vernichtet. Lass uns das Thema wechseln. Ask away. Ich möchte dich über unsere Reisegefährten befragen. Sie nickt und wartet schweigend darauf, dass du fortfährst. Was hältst du von Beric? My one concern with Beric is that he's still loyal to Graven Ash and not to you. Beric seems steadfast, faithful and dependable. But if it comes down to you versus Graven Ash,
Therein lies the test. Wenn er für uns nicht von taktischer Bedeutung wäre, könnte ich es mir schon spaßig vorstellen, ihn aus dieser Rüstung herauszustemmen. Würde mich schon interessieren, ob seine Taille so stark, fest und stramm ist, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Sie nickt und wartet schweigend darauf, dass du fortfährst. Was denkst du über Lyra? Wir sollten uns glücklich sein, dass einer der most deadly members of the Scarlet Furies considers you a suitable gangleader. That said, I think her involvement with you is entirely suspect. I would wager good money the voices of Neratus listening through her, or perhaps seeing what she sees. If I were you, I would keep a close eye on Verse. If she wanted to kill you, she could have done it already. But I can't help shake the feeling that she's part of some long ploy with the Archon of Secrets. Lantry. Probably the only word thief I haven't wanted to dismember. Him? I'd merely play with an ice knife. Okay. Na gut, er gehört halt zu diesen Weisen. Dieses Getue scheint aufgesetzt zu sein, von wegen fahrender Gelehrter. Die Weisen tun immer so, als ob sie weniger wüssten, als tatsächlich der Fall ist. Er kann bestimmt 1000 Gründe vorbringen, warum er nicht so ist wie die anderen oder vertrauenswürdiger als sie ist. Aber ich kenne Leute wie ihn, und deshalb traue ich ihm nicht über den Weg. Oh, wenn das von dir kommt, dann ist das aber ein großes Lob. Ich werde jetzt diesen Stab nehmen und ihn so lange in deinen Hintern rammen, bis du vornüberfällst. Ah, und ganz einfach, so wird das Gleichgewicht der gesamten bekannten Existenz wiederhergestellt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Themawechsel. Ask away. Lass uns über was anderes sprechen. What is it you need? Ach so, das war's denn schon. Lass uns weiterreisen. So, Reputation. Barrick Eisensturm. Schwerter und Wurfspeere schießen aus Barricks Rüstung auf den Schicksalsbinder zu und wirbeln über ihm in einer Wolke aus Eisen. Dann beginnen die Waffen in einem Hagel um den Schicksalsbinder herum wieder niederzuprasseln und Feinden in der Nähe Schaden zuzufügen. Das ist schön. Ansonsten, was haben wir für Quests? Prima, also in Venrins Brunnen haben wir jetzt gerade nichts Neues. Mitreißende Visionen. Wir müssen die Türme untersuchen und hier die Stimme von Kairos. Reise zu Tunons Gericht in der Bastardstadt. Was können wir hier machen? Die Skulptur reagiert nicht auf deine Berührung. Schade. Ich möchte eigentlich einmal wieder zurück. Aber. Okay, wir müssen. Turm des des Sonnenuntergangs wäre ein Turm. Aber wir müssen halt zur Bastardstadt. Wir können natürlich erst diesem Turm. Na, wenn ich jetzt den Turm des Berges nehme. Himmelfahrtshalle können wir erstmal runter. Zitadelle von Venerins Brunnen. Ja, komm, ich möchte erstmal wissen, wie es jetzt hier aussieht. Sehen wir uns einfach ein bisschen hier um. Und, ach, hier gibt es noch Kram zum Aufheben. Obwohl, nee, das dürfte dann alles irgendwelche Rastvorräte sein, die wir nicht brauchen. Ach nee. Leichter bronzener Helm. Schwere Rüstung aus Bronze. Ein etwas weniger Rüstung, dafür bessere Schmetter- und Feuerverteidigung. Schlechtere Stichfrostverteidigung. Ich nehme es mit, aber ich ziehe es nicht an. In dem Bereich ist es dann einfach schlechter, weil viele Gegner greifen halt mit Speeren und sowas an. Warum ist hier diese ganzen Buffs an der Seite? Ein Bronzehammer. Ansonsten ist hier einfach niemand mehr. Aber hier liegt Kram rum, den wir vorher irgendwie nicht plündern konnten, so wie es aussieht. Oder ich habe ihn übersehen. Okay, alles, was wir nehmen können. Die Rastvorräte brauchen wir nicht. Okay.
Käse. Ja. Wenn UFOs kommen, können wir den werfen. Ich weiß, der Witz war nicht gut. Ich hatte auch nicht den Anspruch daran, diesen Witz gut zu machen. Was liegt denn hier? Etwas verschlossen. Erstmal der Teppich. Diese kleinen Baracken sind nicht annähernd groß genug, um der Venrin-Wache einen bequemen Unterschlupf ausreichende Erholung zu bieten. Geschlafen wird in kurzen Schichten, die Soldaten wechseln sich in den Betten ab. Ja gut, jetzt die Venrin-Wache ja weg. Geil. Forschung, Dolchpläne. Diese Planfragmente beschreiben die Fertigung einer mächtigen Waffe. Es sind jedoch weitere Nachforschungen nötig, um die Lücken im Plan zu schließen. Für diese Forschung benötigst du Zugang zum Turm-Upgrade-Bibliothek und die erforderlichen Materialien. Also heißt das, wir haben jetzt hier, ach nee, was ist das? Darmstoß. Ach ja, stimmt, war mir diese, ist das Ding vielleicht besser als unser Speer? Ah. Und zwar ein Schwert passt immer noch. Ach nee, das ist auch ein Speer. Blutrünstig, was war das nochmal? Wütend nach Kill. Ich sehe mich noch ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir noch ein paar andere nette Items hier rumliegen. Hier geht es wohl wieder zum, also auf den Turm rauf. Vielleicht ist dann auch schon der Händler und sowas, oder die Händler, die wir angeworben haben. Pläne Eisensperre-Handschuhe. Dieses alte Buch zerfällt und ist schwer zu lesen. Es enthält jedoch vollständige Pläne für Eisensperre-Handschuhe. Für die Herstellung benötigst du Zugang zum Turm-Upgrade Schmiede und die erforderlichen Materialien. Ich muss meinen Turm echt aufwerten. Stellt sich nur die Frage, wie? Oh, was haben wir denn hier? Leichte Lederstiefel. Was trägt App? Trägt Stoff. War auch verständlich, weil... Ja, ich nehme einfach alles mal mit. Ist halt eine Magierin im Endeffekt. Sonst ist hier nichts Interessantes mehr. Es geht hier erstmal wieder auf den Turm. Und vielleicht haben wir Glück und da sind dann unsere Händler. Ich hoffe es einfach mal. Ach nee, wir gehen ja erstmal hier durch. Und dann kommt erstmal dieses Teil, wovon man dann wahrscheinlich auf den Turm nochmal raufreisen kann. Nach dem Ladebildschirm auf jeden Fall. Zumindest hoffe ich das. Ah, hier ist das. Da sehen wir uns erstmal um. Was haben wir denn hier überhaupt? Auf den Tellern und in den Kelchen sind nur noch Bissen schimmeligen Brotes und trübes Wasser zu finden. In diesem Raum fand schon lange kein anständiges Gelage mehr statt. Die Feinheiten dieser Architektur lassen erahnen, dass es sich bei dem Handwerker um einen Meister des Fachs handelte. Viel besser, als man von einem gewöhnlichen Vertreter des Stufenvolks erwarten würde. Der steinerne Thron ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Auf dem saß schon eine geraume Zeit niemand mehr. So. Wir lassen uns wieder auf den Turm teleportieren. Und ich hoffe, dass dann da jetzt jemand ist. Ja. Kenrick und Leichenauge. Hallo Leichenauge. Na, wenn das nicht der große böse Chef ist, der sich meine Waren anschauen will. Handverlesen von den besten Leichen auf dem Schlachtfeld, das kann ich dir garantieren. Die milchigen, toten Augen des Chormannes rollen in ihren Augenhöhlen herum, als er sich spöttisch tief vor dir verbeugt. Was soll es sein, Chef? Lass mich mal sehen, was du auf Lager hast. Ich werde mich später mal mit ihm genau unterhalten. Wow! Was hat der denn für Kram dabei? Also Sachen von krasser Qualität, du. Erstmal werde ich gucken, was ich dem denn so verkaufen kann. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Schriftrollen können wir augenscheinlich brauchen. Ist durch. Den Helm brauchen wir auch nicht. Eiserner Wurfspeer. Für den Wachtod behalte ich lieber. Aber Getreide brauchen wir nicht. Bier brauchen wir nicht. Wasser nicht. Topase können auch alle raus.
Sonnenwache Wurfspeer. Hm. Ach ja, die Kapuze des Weisen. Das könnte ich mir vielleicht für App aufbewahren. Ja, den Rest behalte ich jetzt erstmal. Dafür kriege ich zum Beispiel schon 36 Bronzeringe. Diese Purpurspeerrüstung ist eine schwere Bronzerüstung, die deutlich besser ist als das, was wir haben. Handschuhe eines Purpurspeers. Schalrote Wüter ist wieder leichte Rüstung. Aber so ein Purpurspeer, das ist dann auch wieder so eine Chorrüstung. Purpur Großspeer ist auf jeden Fall auch eine geile Sache, aber kostet halt über einen Eisenring. Aber guckt euch den Schaden an, den das Meer macht. Hat eine deutlich erhöhte Genauigkeit. Bessere Erholung. Ja, nur eben keine 4 Rüstungsdurchdringung und ist eben nicht blutrünstig. Der Bogen ist wahrscheinlich ein ziemlich geiler Bogen für Lyra, aber die haben wir ja nicht. Sense. Eine Einhandwaffe, okay. Aber diese Purpursperrrüstung vom. Es ist eine schwere Rüstung. Soll ich das machen? Ich mach's. So, wir tragen jetzt also eine solche Rüstung. So schlimm sieht's gar nicht aus. Reden wir nochmal kurz mit dem hier. Ein stämmiger Schmied zieht seinen Arm über die Stirn und nickt dir zu. Kenric Schmelzer. Noch kein Meister, aber du weißt schon, auf dem Weg dahin. Ich habe noch nie zuvor so hoch oben gearbeitet. Er zuckt mit den Schultern. Gib für alles ein erstes Mal. Dann geben wir dir etwas Arbeit und du stellst mir ein paar Waffen her, verstanden? Ich arbeite Schicksalsbinder. Arbeite immer. Sieh später nochmal vorbei. Sind wir hier? Ach, gehört zu den Eisengebundenen. Das ist ja geil. Aber kann ich hier irgendwo Upgrades holen, die... Mysteriöses Gerät... Ansonsten kann ich hier, glaube ich, nicht groß was machen. Also ich kann hier keine Turm-Upgrades gerade kaufen wie eine Schmiede. Aber jetzt speichere ich erstmal. So, ich speichere also hier mal drüber. Und gucke dann mal, ob dieser Speicherstand jetzt auch noch da ist. Gut, Speicherstand Turm, alles super. Ich hoffe, ihr habt Spaß, es kommt so viel Kritik da, vielleicht ein Däumchen nach oben oder machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg zu Kairos oder wir reden noch ein bisschen mit diesem komischen Leichenfledderer. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.